Der Thüringer Wald war für die schweren Güterzugmaschinen der Baureihe 44 über ein halbes Jahrhundert das Revier mit Zuglasten und Steigungen. Unsere Geschichte über die 44-1093 begann an einem Montag im Jahre 1963. Lokführer Karl-Heinz und Heizer Wolfgang hatten nicht nur die 44 neu zugeteilt bekommen. Heute fährt auch ein neuer Heizer zur Ausbildung mit, den Karl-Heinz gerade einweist, damit der Zeiger des Kesselmanometers in die richtige Richtung wandert, nämlich nach rechts an die rote Marke für 16 Atü, Spitzendruck. Jetzt liebt ihn gesehen, da müssen Lokführer liegen, das ist jetzt genau verkehrt rum. Da ist verkehrt, da müssen Lokführer liegen, da muss auf die Seite runtergehen. Was ist denn das hier? Wenn ein Heizer liebt, da ist nicht viel los.